Recht herzlich willkommen in meinem neuen Video. Schön, dass du dabei bist. Ich möchte dir in diesem Video kurz erklären, warum jedes Problem die gleiche Ursache hat und man es deshalb auch auf dem gleichen Weg auflösen kann. Ausnehmen möchte ich da aber Krankheiten, also körperliche Krankheiten, die oft auch die Ursache in der Psyche haben. Aber die nehmen wir jetzt mal raus. Es geht hier so um die Alltagsprobleme, die wir alle irgendwo kennen. Vielleicht Probleme am Arbeitsplatz, Angst vor der Zukunft, zu wenig Geld, Probleme mit dem Partner in der Ehe, immer wieder Streit. Also all das, was uns alltäglich umgibt. Und ich behaupte jetzt einfach mal, dass jedes dieser Probleme letztendlich gleich ist. Da wirst du vielleicht sagen, hä, es ist doch was anderes, wenn ich mich mit meinem Mann streite, als wenn ich jetzt irgendwie Sorgen habe, weil ich so wenig Geld habe. Letztendlich macht sich jedes Problem in uns bemerkbar als Gefühl. Der eine hat vielleicht genauso wenig Geld wie der andere. Und der eine kommt damit zurecht, ist glücklich, ist zufrieden. Und der andere sagt, oh Gott, wie soll ich mir mein Leben leisten? Wie soll es irgendwie weitergehen? Das heißt, dass das Problem letztendlich nur in unserem Körper, in unserer Gefühlswelt stattfindet. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte dieses Gefühl nicht mehr, also ich möchte nicht mehr dieses Mangelgefühl, dann muss ich ja ins Handeln kommen. Also dann muss ich was verändern. Und jetzt steht da aber etwas im Weg. Auch ein Gefühl, nämlich eine Angst meistens. Also wenn ich mich verändere jetzt in Bezug auf mehr Geld, ja, dann müsste ich ja sagen, okay, ich muss vielleicht noch etwas Neues lernen. Oder ich muss vielleicht den Beruf wechseln. Oder ich muss mal irgendwie mit dem Chef reden und um eine Gehaltserhöhung bitten. Aber all das, das löst in betreffenden Personen, die dann Probleme haben mit Geld, ein negatives Gefühl aus. Wenn sie überlegen würden, oh, ich mache mich vielleicht mal selbstständig mit dem, was ich gut kann, dann würde vielleicht ein Kloß im Hals erscheinen oder ein Druck auf der Brust. Und genau dieses Gefühl verhindert dann, dass diese Person sich verändern kann. Und was machen wir dann? Das Einzige, was wir machen können, weil wir uns ja hilflos fühlen, das aber auch nicht zugeben wollen, das ist dann, dass wir sagen, oh, unser Chef, ja, der muss mal, oder die Regierung, die müsste uns mehr, ja. Also wir schimpfen dann auf andere und verschieben das Ganze zu anderen Menschen, sind neidisch auf Menschen, die mehr haben, oh, der da und so, ja. Aber letztendlich ändert das nichts. Es macht uns ein bisschen freier, weil wir so die Verantwortung wegschieben, aber es ändert nichts. Das heißt also, wenn ich etwas verändern wollte in Bezug jetzt auf Geld, dann müsste ich natürlich überlegen, wie kann ich denn an mehr Geld kommen? Und wenn ich dann mich mal umschaue, dann werde ich bestimmt Menschen sehen, die einfach mehr Geld haben, die vielleicht glücklicher leben. Und dann darf ich natürlich nicht sagen, hö, der, sondern ich müsste ihn eigentlich fragen, was hast du gemacht? Ja, dann sagen wir oft, ja, aber der hat ja ganz andere Voraussetzungen. Dann sage ich aber, nee, ich weiß nicht, ob der jetzt unbedingt längere Ärmel hat, dass er vielleicht mehr anpacken kann, ja, oder irgendwie eine andere Körperstatur. Also ich behaupte, dass wir Menschen alle gleich sind, ja, und auch das Gleiche leisten können. Natürlich könnten wir sagen, der ist ein bisschen so gestrickt, dass er schneller lernt. Ja, der war in der Schule schon so gestrickt. Das kann sein, ja, aber lernen können wir alle. Und der eine braucht ein bisschen länger und der andere braucht ein bisschen weniger. Was also letztendlich das ausmacht, dass der eine vielleicht schon das erreicht hat, was er will und der andere nicht, ist immer ein Gefühl von Angst zu sagen, ja, ich tue noch etwas. Und es ist klar, dass wenn ich vielleicht schon Familie habe, ein Haus habe, bin unglücklich im Beruf, dass es natürlich große Angst macht zu sagen, ich lerne noch mal was Neues oder ich mache mein Abitur nach. Oder wie soll es mit dem Geld weitergehen? Alles ganz klar. Aber wenn ich das nicht mehr haben will, dann muss ich auch was verändern. Auch wenn ich den Gürtel enger schnallen muss in der Zeit, dass ich am Ende glücklich bin. Aber da steht dieses Gefühl im Weg. Schauen wir mal jetzt an den Punkt vielleicht mit dem Partner, wo man sagt, ja, mit dem Partner, da klappt es nicht so, wir streiten immer wieder um dieselben Dinge. Auch hier ist der Gedanke schon da, vielleicht mal etwas zu verändern, auch vielleicht die Trennung. Aber letztendlich, wenn ich das tun würde, wenn ich mich trennen würde, also daran denke, kommt eine Angst. Wie klappt das dann mit dem Geld? Wie ist es mit den Kindern? Was passiert mit dem Haus? Auch hier liegt das Problem in einem Gefühl.
das mir Angst macht und mich nicht weitergehen lässt. Auch bei der Arbeit, ja, mit dem Arbeitskollegen, der einen vielleicht ein bisschen mobbt. Der Gedanke, ihm mal die Meinung zu sagen, ihm mal wirklich zu sagen, das, was man denkt, der löst in einem Angst aus. Und wieder ist es ein Gefühl, das einen in einem Problem gefangen hält. Weil wenn man hier mal Tacheles reden würde, dann würde sich auch was verändern. Wenn man in der Partnerschaft mal Tacheles reden würde, dann würde man einen Schritt gehen, ich trenne mich, weil ich will das nicht mehr, das habe ich festgestellt, dann würde sich was verändern. Oder auch in Bezug auf Geld. Wenn ich sage, okay, ich mache mich selbstständig, ich probiere es, ja, ich informiere mich natürlich vorher, ja, welchen Weg muss ich gehen, dann würde sich was verändern. Natürlich weiß man nicht, was dann kommt, ob alles gut wird, aber man kann sich ja immer weiter verändern. Aber letztendlich ist es immer ein Gefühl, das dich zurückhält, weiterzugehen. Ich kenne das ja selber, ja, deswegen erzähle ich es ja auch, ja. Was passiert, wenn du mit 7 Jahren mit einem Bär von Vater am Tisch sitzt, ja, der selber genervt ist, unzufrieden ist und du lernst Deutsch und hast eine Rechtschreibschwäche? Das weiß aber keiner. Ja. Ja, 5 Minuten, es waren rum, ich habe geweint, er hat geschrien, was soll aus dir werden, was soll das, das lernst du nie. Ja. Was bleibt da zurück? Dass du ein toller Mensch bist und dass du selbstbewusst das Leben gehst? Wenn du dann auch noch eine Lehrerin hast, die dir ins Zeugnis schreibt, gerade Heiko, werden Erfolge nie in den Schoß fallen. Ja, dann weißt du ja schon durch diese Prophezeiung, dass es nie einfach werden wird. Und du wirst ständig wieder solche Sachen erleben als Kind, weil du bist ja in diesem Muster drin. Und dann gehst du nicht aus der Schule raus und sagst, ja, ich mache mich selbstständig, ich lebe mein Leben. Auch wenn mein Vater hat, der alles, was man so irgendwie künstlerisch gemacht hat, ja, gesagt hat, so ein Blödsinn, lern was Gescheites. Ja. Und dann lebst du ein Leben so auf Sparflamme. Ja. Du lebst quasi immer so, du traust dir nichts zu, also musst du ja irgendwas machen, was blöd ist, weil das, was wirklich Spaß macht, das ist ja auch keine Arbeit. Ja. Und so ist in vielen Bereichen, dass du dann Ja sagst, obwohl du Nein meinst. Und dass du dich vielleicht auch vom Partner nicht trennen kannst, weil du einfach glaubst, dann bist du nicht mehr geliebt von den ganzen Menschen außenrum. Und das ist der wahre Grund für unsere heutigen Probleme. Diese Erinnerung. Denn diese Erinnerung mit meinem Vater, die habe ich immer noch. Ja? Gott sei Dank habe ich das Gefühl nicht mehr, weil ich daran gearbeitet habe. Aber die Erinnerung, die sagt mir natürlich nicht, Heiko, du bist toll, du bist stark und du bist selbstbewusst und du schaffst es. Über diese Erinnerung bin ich immer wieder gestolpert. Nicht bewusst, aber vom Gefühl her. Immer wenn jemand gesagt hat, Mensch, Heiko, du hast doch das Zeug, mach dich doch selbstständig. Habe ich gesagt, hä? Ich nicht. Weil das Gefühl mir gesagt hat, ich bin nicht richtig. Vielleicht auch, ich bin nicht geliebt. Und wenn ich deshalb etwas verändern will in meinem Leben, dann muss ich genau an diese Momente reisen und muss hier mal was klarstellen. Ich muss mit diesem Bild, mit dieser Erinnerung, ja, muss ich klar Schiff machen, so lang, bis ich dann weggehe und sage, jetzt fühlt sie sich nicht mehr so an, als wäre ich klein hilflos, sondern ich habe verstanden, dass ich hier dazu nichts kann und dass mein Vater genervt war und überfordert war und dass ich letztendlich auch eine Rechtschreibschwäche hatte und das gar nicht kapieren konnte. Das ist der Schlüssel zum glücklichen Leben. Nicht in die Zukunft schauen und immer machen, 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 kämpfen, kämpfen, kämpfen. Nein, du kämpfst immer wieder gegen deine alten Gefühle. Du darfst stillstehen und darfst mal die Augen schließen und darfst mal dran denken, was du tun willst, damit sich dein Leben verändert. Und dann wirst du bemerken, irgendwo taucht ein Kloß auf oder ein Druck auf der Brust oder ein Enggefühl im Bauch. Und das ist dein Problem. Und dann kannst du davon ausgehen, dass du mit diesem Gefühl nicht auf die Welt gekommen bist. Ja? Also du kommst nicht auf die Welt, hast ein Kloß im Hals. Ja? Und deshalb musst du natürlich schauen, du musst spazieren gehen in deiner Vergangenheit und feststellen, wann ist dieser Kloß entstanden und was sagt er dir, der Kloß? Sagt er, dass du wütend bist, dass du Angst hast, dass du hilflos bist? Und du wirst immer etwas finden. Es geht nicht anders. Und je stärker dieses Gefühl ist, diese Angst, desto mehr hast du natürlich auch die Erinnerung verdrängt. Desto schwerer wird es zu finden. Irgendwann musst du aufgehört haben, an dich zu glauben. Und das ist der Knackpunkt in deinem Leben. Und dieses Gefühl wird nicht weggehen können, weil ja diese Information da ist. Wir glauben immer, ach, das ist doch lang vorbei. Nein, das nimmst du mit ins Grab. Diese Erinnerung ist da, die ist in deinem Kopf, eine von zig Millionen Erinnerungen wahrscheinlich.
Und dieses sendet immer wieder das Signal, kannst du nicht, bist du dumm, schaffst du nicht. Achtung, Vorsicht, Wut, Traurigkeit. Und da musst du anpacken. Und deshalb ist jedes Problem letztendlich in deiner Gefühlswelt. Jedes Problem ist ein Gefühl. Das macht es ja auch so spannend und so einfach. Denn egal, was du auch erreichen willst in deiner Außenwelt, egal, wo du blockiert bist, letztendlich ist es immer irgendwo ein Gefühl im Körper, wo dir sagt Nein. Ich habe einen kleinen Sohn, der ist jetzt 3. Der kennt das noch nicht mit dem Nein. Ja? Also mittlerweile schon ein bisschen. Aber ja, der kommt auf die Welt, der macht alles, der will alles. Der sieht was und läuft hin. Der hat Hunger und will jetzt essen und will jetzt trinken. Ja? Der lernt erst durch uns Erwachsene dann, Moment, jetzt kannst du auch mal kurz warten, bis du was zu trinken bekommst. Ja, oder das geht jetzt nicht, das ist zu gefährlich. Und hier ist natürlich diese Gratwanderung, ja, wo ich als Erwachsener eine Riesenverantwortung habe, wo mir wirklich nur da Grenzen gebe, wo ich sage, ja, das ist jetzt zu gefährlich oder da gibt es einfach auch eine Regel im Zusammenleben. Und dass ich da nicht zu weit gehe und mein Kind breche, wie es leider oft passiert ist, gerade früher, ja, und irgendwelche Regeln aufstelle, die total Quatsch sind oder Vater, Mutter unterschiedliche Regeln haben, ja. Also hier ist natürlich Fingerspitzengefühl gefordert, dass wir nicht Kinder erziehen, die später auch solche Gefühle drin haben wie ich. Ja? Und es geht hier nicht um eine Schuldfrage. Es geht nicht dahin, dass man sagt, ich gucke zurück und sage, der hat. Es geht nur um dein Leben. Vollkommen wurscht, du musst da niemanden anklagen. Ja? Niemand ist perfekt. Aber es geht hier um dich. Und wenn du heute etwas nicht hast, was du gerne haben möchtest, bitte, beschimpf nicht andere oder schau auf andere, was die haben oder sonst was. Schau auf dich. Warum hast du es noch nicht? Warum hast du es noch nicht geschafft? Warum getraust du dich nicht, nochmal neu anzufangen? Nochmal den Realschulabschluss nachzumachen oder Abitur und dann nochmal zu studieren? Dann sagst du vielleicht, ja, das klappt mit dem Geld nicht so. Dann schau, wie könnte es mit dem Geld klappen? Kannst du es irgendwie mit Abendschulen irgendwas machen? Es gibt immer irgendeinen Weg, immer. Du hast nur ein Leben. Und es kann nicht sein, dass du dein ganzes Leben vielleicht auf jemanden schimpfst, die Regierung, der Chef oder der Nachbar oder sonst was. Pack dein Leben selber an. Schau da in allen Bereichen, Privatbereich, schau im Berufsleben, in Familie. Schau hin, sei ehrlich, was passt dir nicht? Und such dafür eine Lösung. Und die Lösung findest du in deiner Gefühlswelt, weil die hat dich ja zu dem Menschen gemacht, den du jetzt bist. Das, was du jetzt bist, ist das Endprodukt aus dem, was du zuvor gedacht hast, gesagt hast, gefühlt hast. Und die Gefühle machen dein Verhalten. Und die sind immer wieder gleich. Es dreht sich immer wieder um dieselben Themen. Und wenn du was anders haben möchtest, dann musst du hier etwas verändern in deiner Gefühlswelt. Dann kannst du dich anders verhalten, was anderes sagen und es wird am Ende was anderes rauskommen. Ja, somit bin ich am Ende von meinem Video und ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen plausibel machen, warum jedes Problem dieselbe Ursache hat und man es auf die gleiche Weise auflösen kann. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass doch mal ein Like da und abonniere meinen Kanal. Und wenn du möchtest, würde ich mich freuen, wenn du bei meinem nächsten Video wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.